Ein Video gibt es auf jeden Fall, das möchte ich mit euch noch unbedingt anschauen. Ich habe sogar auch schon vorbereitet. Nämlich, ich muss noch ganz kurz sehen, rechts oben. Eli Danke, Eli Celler hat seiner Mutter ein Haus gekauft. Wirklich, Hut ab, Ehrenbruder-Aktion. Was gibt es Schöneres, als seinen Eltern einfach Träume zu erfüllen? Was Traum angeht, ich finde, der Eli ist so der Inbegriff von diesem Sprichwort: Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Ich habe größten oder maximalen Respekt vor Eli, vor dem, was er gemacht hat, was er aufgebaut hat. Er hat sich als eigene Marke aufgebaut, hat auch andere Marken, Elevate, Alperformer oder wie das heißt, und dann noch VitaVate und so weiter und so weiter. Hat ein richtig starkes Management hinter sich, seine ganzen Events, die er veranstaltet hat. Wirklich Hut ab. Zu heftigen Respekt vor ihm. Und jetzt hat er einfach seiner Mutter ein Haus gekauft. Ja, leider habe ich ja schon seit Jahren keinen Kontakt mehr mit meiner eigenen Familie. Ich meine, leider, es war meine eigene Entscheidung. Wenn ich jetzt so nachdenke, es gibt drei Personen aus meinem Leben, denen ich tatsächlich auch, hätte ich so irgendwie diese Mittel, würde ich dann auch irgendeinen Traum erfüllen. Ich meine, ihr könnt es auch gerne in die Kommentare schreiben. Hättet ihr quasi dieses Geld oder diese Mittel, was würdet ihr machen? Würdet ihr auch euren Eltern irgendwas kaufen? Wenn ja, was? Auf jeden Fall, ich bin sehr, sehr gespannt. Wir gehen da rein. Mama Haus Here gekauft. we go, Eli Cella. Eligella. Congratulations. Hey Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute eins der wahrscheinlich coolsten Videos, die ich jemals gemacht habe, Freunde. Ich habe euch immer mit allem mitgenommen, was ich so in meinem Leben gemacht habe. Und das lief immer sehr gut. Alleine schon die Musik. Diese Transparenz und diese Ehrlichkeit und Offenheit. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, dieses Video hier heute zu machen, Freunde. Wenn ihr das Video sehen werdet, ist es, denke ich, ja, es ist offiziell. Ich war beim Notar und eigentlich ist alles geklärt. Ich konnte einen meiner Lebensziele nachgehen. Und zwar konnte ich meiner Mama ein Haus kaufen. Und so wie das alles zustande gekommen ist und so, werde ich euch jetzt gleich erklären. Und vielleicht, ja, versteht ihr dann auch nochmal besser, wie ich so ticke. Und lernt mich vielleicht nochmal auf einer anderen Seite kennen. Es wird ein bisschen, ja, persönlich, dieses Video auf jeden Fall. Ich erzähle Sachen, die ihr vielleicht so noch nicht gehört habt, aus meiner Familie. Und könnt dann vielleicht auch alles so ein bisschen besser nachvollziehen. Und ich finde, nur so ein Insta-Post, wo steht, jo, Dankeschön und bla bla bla, und Twitter-Post, reicht vielleicht nicht aus. Weil ihr habt damit wirklich, also ich weiß ja, dass es von euch kommt und ich weiß, woher ich komme. Deswegen würde ich hier gerne ein Video darüber machen und nochmal mich so dafür bedanken, weil ihr habt durch euren Support, ob es im Stream ist oder bei den Unternehmen oder den Videos oder sonst wo, habt ihr, ja, eine Familie auf jeden Fall sehr viele Sorgen genommen, sehr viel, ja, die Sorgen von denen genommen und mir eine Freude und natürlich auch den anderen da aus meiner Familie eine Freude. Und ich erzähle euch jetzt einfach mal so ein bisschen, wie das alles. Wahrscheinlich auch so schwere Kindheit oder schwere Verhältnisse oder schlechte Verhältnisse. Könnte ich jetzt mutmaßen? Kann ich nur mutmaßen? So zustande kam. Ich denke, dass es auch vielleicht da draußen Leute gibt, vielleicht die ich ein bisschen inspiriere. Und ich weiß, dass. Nicht nur vielleicht, also ich bin mir ganz, ganz sicher, Eli inspiriert sehr, sehr viele Leute. Für das von ganz unten, ganz zu einem der größten Creator in Deutschland hochgearbeitet, als aller Ehren Viele wert. mich als Vorbildsfunktion sehen und heutzutage im Internet ist auch viel Schmutz dabei, kann man so offen und ehrlich sagen. Und vielleicht kann man mit solchen Sachen, also meine Beweggründe, ich weiß, dass viele Leute ein bisschen zu mir aufsehen und deswegen Tatsächlich. Ist vielleicht so ein Video auch gar nicht so schlecht. Ja, ich fange einfach mal an, so, ne? Es fing damit an, Freunde. Also es wird jetzt hier ein bisschen ausführlicher, ne? Ich versuche mich ein bisschen kurz zu halten, aber vielleicht versteht ihr dann alles ein bisschen besser. Und lernt mich nochmal auf einer anderen Seite kennen, Freunde, weil dieses Streaming und YouTube-Ding, das ist wirklich wie so eine Leben, wie so ein Lebenstraum von mir. Das kam aber erst. Ich wollte ja nie Streamer werden und YouTuber. Was ich sagen wollte, ist,
Ihr wisst ja, dass sich meine Eltern damals getrennt haben, als ich 14 war. Das war auch eine echt scheiß Zeit. Und ich spreche es an, weil da habe ich so mehr oder weniger ein bisschen den Bezug, nicht den Bezug, ich hatte immer Kontakt mit meiner Mutter, aber ich bin halt zu meinem Vater gezogen und habe nicht mehr meine Mutter halt jeden Tag gesehen. Und worauf ich hinaus will ist, Freunde, dass die Familie mit das Wichtigste ist. Das solltet ihr erstens im Blick haben und dass eine Trennung absolut scheiße ist. Und ja, dass ein Kind, das 14 ist oder 15 oder 16, viele trennen sich da draußen, sowas ist halt, eure Eltern wollen vielleicht auch wieder... Mein Stiefvater und meine Mutter haben sich getrennt, da war ich 9 oder 10. Ich war, oder ich weiß gar nicht, auf jeden Fall war ich vierte Volksschule, heißt es in Österreich. Und das nächste Jahr wäre dann die Entscheidung Mittelschule, Hauptschule oder Gymnasium. Ich war ein Gymnasiumkind, bis sie sich dann getrennt haben. Wo lande ich, bin ich dann gelandet? In der Hauptschule. Aber ich bin dann aufgestiegen wieder Mittelschule. Aber eine Trennung kann so viel auslösen. Anführungszeichen schönes Leben, es hat nicht mehr funktioniert und ihr wollt ja, dass eure Eltern glücklich sind, deswegen ist manchmal eine Trennung gar nicht so schlimm. Das solltet ihr im Hinterkopf haben. Egal, worauf ich hinaus war, ist, um es kurz zu machen, mein Papa ist ein Macher. So kann ich das formulieren. Mein Vater hat immer sozusagen das Geld verdient in der Familie, hat immer so alle ein bisschen mehr oder weniger versorgt. Ist Macher, er ist Logistikmanager in einem Unternehmen, was glaube ich die ganze Welt kennt. Der hat immer so ein bisschen die Finanzen halt, ne, reinbekommen. Und meine Mama war immer so, hat sich um die Kinder gekümmert, hatte auch einen Job so, aber ist so ein bisschen eher so hobbymäßig nachgegangen. Und als sie sich dann getrennt haben, Freunde, war es dann halt auch so, dass halt das weggebrochen ist. Ne? Also meine Mutter ist dann mit meinen Schwestern halt in eine Wohnung gezogen und ist jetzt nicht so, dass die Wohnung extrem schlecht war oder so oder die da fast auseinandergebrochen ist oder sowas. Ne? Also denkt nicht so, es gibt Leute da draußen, die haben ernsthafte Probleme, die haben kein richtiges Dach über dem Kopf und kriegen nicht genug Essen und so. Aber der Lebensstandard hat sich extrem verändert von meiner Mutter. Das war für mich immer dann so ein bisschen komisch zu sehen, weil ich bin dann zu meinem Vater gezogen. Wir hatten eine wirklich coole Wohnung und ich habe mir meine Mutter oft besucht und habe dann so gesehen, okay, ich war ja noch jung, Freunde, ich war 14, 15, ich habe das alles gar nicht gecheckt. Ich ist hier meckern auf hohem Niveau, nicht denken, das ist oha, den hat es sehr gut gegangen, aber war jetzt nicht so krass wie man so, ne, unterer Durchschnitt, würde ich sagen. Hat wieder angefangen, auf jeden Fall auch zu arbeiten, aber da konnte man sich halt auch nicht sowas gönnen wie jetzt, keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Das war dann für mich so ein bisschen auch traurig zu sehen, weil meine Mutter hat es nicht so gezeigt, meine Mama ist eine starke Frau, so, sie hat es nicht so gezeigt, aber mir hat es wehgetan und ist auch nicht so, dass mein Vater, dann meine Schwestern, mein Vater ist wirklich ein richtig guter Vater, hat meinen Schwestern immer finanziell auf jeden Fall auch geholfen, wenn sie irgendwas wollten, hat er es denen eigentlich geholt, aber meine Schwestern sind halt nicht so mit hier, ich will das und das und das und das. Es ist so heftig, Leute, so Familiendinger, dadurch, dass ich halt so eine, ich muss schon sagen, eine schlechte Kindheit hatte und ich habe es ja kurz angeschnitten, keinen Kontakt mit meiner Familie. Wenn ich das so höre, ich bin immer kurz vor den Tränen, da bin ich ehrlich zu euch. Ich könnte auch wieder weinen, weil ich das halt, keine Ahnung, ich hab nie das so schöne Momente gehabt, oder was heißt nie. Ich habe alles selbst bezahlt. Ich habe meinen Führerschein selbst bezahlt. Ich habe zwei Autos selbst gekauft. Ich habe alles selbst erarbeitet. Ich meine, ist auch cool. Aber wenn ich so nachdenke, ich hätte auch irgendwie, dass ich nicht unterstützt wurde oder so. Ich weiß nicht, Leute. Ich gönne es jedem, der unter schönen Familienverhältnissen aufgewachsen ist. Und da geht es jetzt nicht um finanzielle Geschichten, was ich jetzt gerade als Beispiel genannt habe, sondern einfach so Liebe. Und mein Vater war immer für die da, natürlich auch mit denen getroffen und sowas. Aber leider war das Verhältnis sehr, sehr zerstört zwischen meinem Vater und meiner Mutter. Die haben, glaube ich, bis heute nicht richtig geredet. Ist natürlich schlecht, aber ich weiß auch nicht ganz genau, was da vorgefallen ist. Ich will es auch nicht mal wissen. Aber so, damit ihr so den Standpunkt wisst, wie das damals war. Ja, Freunde, das hat sich dann über Jahre hinweg so durchgezogen, dass ich so zum Beispiel Geburtstage immer doppelt bei meinem Vater und dann am nächsten Tag bei meiner Mutter. Nächstes Jahr war mein eigentlicher Geburtstag bei meiner Mutter und am nächsten Tag bei meinem Vater. Sowas immer. Weihnachten auch, einmal hier und am nächsten Tag bist du dort. Auch keine
Weihnachten gemeinsam. Es ist schon krass, so, wenn man getrennt ist. Lief alles nicht so gut und meine Mama hat mir versucht dann immer so Geschenke zu machen, so wo sie wirklich sparen musste, so keine Ahnung, mir mal so Kopfhörer zu holen oder so. Kennt ihr noch diese Beats-Kopfhörer? Sowas hat sie dann so dafür gespart, um mir dann auch eine Freude zu machen und das hat mir dann immer alles so krass leid getan und sie haben mir immer so früher erzählt, ja, oh, wir haben früher in einem Haus gewohnt. Sie hat immer von früher erzählt. Wo sie in einem Haus gewohnt hat, das ist einfach abgebranntes Haus, wegen irgendeiner Fliege oder so, was da in eine Lampe reingeflogen ist, einfach Haus Das abgebrannt. Aber ist sie hat mir immer krass. davon erzählt, wie cool sie es damals fand, so dieses Haus mit einem Garten und, aber nicht so dieses, oh, ich will das jetzt haben, sondern da war ich 16, 17, sondern einfach so früher in diese Zeit zurück und das hat sie mir immer erzählt und ihr Traum war schon immer ein Haus zu haben und das habe ich oft gehört und sowas. Und es hat sich dann über Jahre hinweg so gezogen, Freunde, aber ich war jetzt 17, ich habe nicht mal an sowas überhaupt gedacht, so, um es ein bisschen schneller jetzt zu machen. Also meine Mutter, nicht so ein gutes Lebensstandard, ne? Aber auch wirklich nicht schlecht, so dieses untere Durchschnitt. Ganz normal. Aber das hat mir halt leid getan, weil ich wusste, wie sie früher gelebt hat. Und ich konnte das halt nicht ändern, weil ich ein Junge war, ein kleiner Junge. Und dann fing es dann bei mir an, Freunde, mit E-Sportler. E-Sportler, hab dann irgendwann Geld verdient, aber nicht wirklich viel. Also es war nicht mal vierstellig. Hab dann so zum ersten Mal mein eigenes Geld verdient und dann ging es mit YouTube los. Und dann ging es ja relativ schnell, Freunde. Dann habe ich zum allerersten Mal so wirklich viel Geld verdienen, so 4, 5, 6, 7.000 Euro. Und das ist ja viel für so einen 19-Jährigen. Ist ja auch viel für einen Erwachsenen. Hab dann so angefangen, langsam, aber sicher so immer zu wissen, okay, meine Familie ist auch da, meine Familie war schon vorher da, ich helfe dir ein bisschen. Hab dann so ein bisschen die Rechnungen von meiner Mama bezahlt, so, sie hatte auch übrigens sehr viele Schulden, die wurden auch alle bezahlt. So fing es dann alles an. Das ist so schön, Leute. Das ist so schön. Ich versuche auch jetzt alles Menschenmögliche zu tun. Ich habe ja einen Vollzeitjob. Ich streame sehr, sehr viel. Ich habe 4 Wochen Urlaub gehabt und diese 4 Wochen Urlaub habe ich verwendet zu streamen. Ich hatte oder habe 160 Streamstunden. Ich habe noch nie so viel gestreamt. Einfach, weil leider Gottes, ihr habt das ja alle mitbekommen, was mit meiner Wohnung passiert ist, dass ich sie fast verloren habe. Weil ich ja durch eine Klage, bla bla, alles hin und her. Und ich versuche jetzt auch alles Menschenmögliche, meine ja, Schulden abzubauen. Und da ist es wieder am Ball bleiben, Vollzeitjob, Twitch, YouTube versuche jetzt wieder Videos hochzuladen. Einfach, dass ich wieder eine Reichweite aufbauen kann und mir das alles einfach selbst, meine eigenen Schulden, dass ich sie einfach wieder selbst abbezahle. Das ist wirklich meine größte Herausforderung. Aber ich glaube an mich. Ich habe wieder die Motivation, die ich damals hatte. Und wenn man hier Eli sieht, ne, der ist auch eine Motivation. Wenn du am Ball bleibst, man kann es schaffen. Ist halt alles mit bisschen Glück, ist gar keine Frage. Aber ja, der lange Atem zahlt sich aus, oder wie das Sprichwort heißt. An und es hat. Aber trotzdem, ich finde es so schön, dass Eli für seine Eltern da ist. Das ist so cool. Das ist echt cool. Mir immer so krass leid getan und dann habe ich halt irgendwann mehr oder weniger ganz schön viel Geld verdient. Und es war aber alles immer noch so im Rahmen, Freunde. Also ich habe bei meinem Papa gelebt, in einer coolen Wohnung und meine Mama halt in so einer nicht so coolen Wohnung, sage ich mal. Und dann kam das Jahr, Freunde, wo ich mit YouTube und Twitch komplett durch die Decke gegangen bin und wirklich viel Geld verdient. Also teilweise wirklich schon echt gute Monate hatte, wo ich schon gutes Geld verdient habe. Und dann habe ich mir ein AMG geholt. Und das ist jetzt, worauf ich hinaus will. Das war dann so ein Knacks in meinem Kopf. Dann habe ich mir ein AMG geholt, also Leasing, ne? VIP-Leasing. Und bin dann zu meiner Mutter gefahren und meine Mutter hatte kein Auto. Das war dieser Moment, glaube ich, bei mir, wo ich gemerkt habe, so, das geht so nicht. Ich habe mir ein AMG geholt, ich habe mir dann irgendwie mal auch irgendwie teure Klamotten geholt und meine Mama muss da auf alles achten, sage ich mal. Und wie gesagt, Luxusprobleme, ne? Kein Auto und so. Aber ihr wisst, wie ich mich fühle, wenn ich mir ein teures Auto hole und meine Mutter fährt mit Bus und Bahn. Was ja nicht schlimm ist mit Bus und Bahn, aber ich glaube, ihr habt verstanden, was ich euch hier sagen will. Ja. Dann habe ich so zum allerersten Mal mir gesagt, okay, Edi, das geht so nicht, du holst dir jetzt ein Auto. Dann habe ich ihr ein Auto geholt. Es ist so schön. Es ist wirklich super schön, Eli, was du machst.
und meine Mutter angefangen zu weinen. Das war mehr oder weniger für meine ganze Familie. Ich könnte jetzt sogar warnen. Eigentlich, hat angefangen zu weinen, ermöglicht ihr so voll viel und es ist alles viel einfacher. Da habe ich so gemerkt, Alter, wie krass das ist, dass die so viel leichter es jetzt vielleicht haben. Nur durch so eine, durch ein Auto, sage ich mal, was sie sich vorher halt nicht so leisten konnten. Und dann habe ich mir gedacht, dann bin ich nach Hause gefahren und ich musste die ganze Zeit daran denken. Ich habe auch sehr oft mit Melina drüber geredet und sie fand das auch immer alles super und so. Dann habe ich mir gesagt, wenn das, das habe ich auch schon mal im Stream gesagt, aber ich rede halt nicht so oft darüber, weil ich nicht so, sagen wir, keinen Druck machen will, aber ich wollte einfach das nicht so oft im Stream erwähnen. Und dann habe ich mir so im Kopf gesagt, weißt du was, ich werde versuchen, meiner Mutter irgendwann, dass sie finanziell abgesichert ist, sage ich mal. Wenn sie was braucht, kann sie mich immer fragen. Ich habe dann, ne, wenn sie mal irgendwas hatte, habe ich das natürlich bezahlt, ohne Frage, aber so, da hat irgendwas gefehlt. Und ich wollte natürlich, dass sie ein perfektes Leben hat und da habe ich mir überlegt, okay, irgendwann, wenn du genug Geld hast, dann versuchst du ihr ein Haus zu kaufen. Und das war immer alles so weit weg, weil die Häuser in Berlin natürlich sehr teuer sind oder Wohnungen sehr, sehr teuer sind und es war so weit weg, aber ich habe dann immer eigentlich ein bisschen immer gespart. Sagen wir, du hast 100% verdient, dann habe ich sehr viel davon investiert, aber habe dann auch einen großen Teil sozusagen zur Seite gelegt, halt bis ich genug Geld hatte, bis ich dann halt sowas machen kann, wie es jetzt passiert ist. Da geht nochmal ein riesengroßer Kuss raus, Freunde, an euch, weil es war das Jahr 2021, was komplett reingescheppert hat mit Elevate. Das war ganz, ganz krass. Dann fing da auch die Twitch-Streams an, wo ich da so 10.000 Subs hatte und dann auf YouTube meinen YouTube-Kanal explodiert ist und so, wo man dann wirklich schon viel, viel Geld verdient hat. Und ich sage euch ehrlich, das war immer nicht so einfach, wenn du so, ich habe wirklich fast alles gespart die ganze Zeit. Und das ist eh super cool. Ich glaube, Eli hat verdient in einem Monat, was ich in 2 Jahren, glaube ich, Vollzeit, in 3 Jahren sogar verdiene. Das ist super heftig, das ist krass. Aber wirklich, ich gönne es ihm so vom Herzen. Und ich hatte, natürlich habe ich mir auch mal bei irgendwie Schuhe geholt oder meine Uhr, aber selbst die Uhren, da habe ich immer mit bedacht, sodass es nicht komplett sinnlos war oder mal auch sinnlose Sachen wie so ein teures Auto oder sowas. Sowas ist ja eigentlich nicht smart. Aber ich habe eigentlich schon wirklich sehr doll auf mein Geld geachtet, sodass es halt am Ende reicht. Und habe auch niemals eigentlich so vielen davon erzählt, habe immer im Stream dann gesagt, ja, ich achte eigentlich auf mein Geld, bla bla bla. Weil das war für mich so eine moralische Sache, der Sohn kann nicht viel Geld verdienen und habe natürlich auch die anderen aus meiner Familie unterstützt, ne? Leute, bitte merkt euch das, ne? Mein Bruder, die meine Schwester am Boden bleiben. Aber das hat mir irgendwie so im Herzen wehgetan. Dann war halt der Moment da, Freunde, wo ich genug Geld hatte und dann habe ich mich umgesehen und ich wusste ungefähr, wo meine Mutter hinziehen will. Ich wusste, was so ihr Traumding ist. Und dann bin ich zu ihr hingegangen und ich meinte erstmal so, das war an dem Geburtstag meiner Schwester. Dann bin ich zu ihr hingegangen, ich weiß noch ganz genau. Und dann haben wir wieder darüber geredet und es hat mir schon wieder so leid getan. Und dann meinte ich so, weißt du was, Mama, du suchst jetzt eine Wohnung aus. Sie so, wie? Das brauchst du doch nicht, ist alles gut und sowas. Ich so, nein, nein, du suchst jetzt eine Wohnung aus. Und dann hat sie angefangen zu weinen und meinte, nein, das ist eh klar, weiß ich was. Die war richtig froh und wollte erstmal gar nicht. Und dann haben wir uns Wohnungen angeguckt, aber da war nicht richtig was dabei. Und zur Miete. Also sie wollte immer, sie war mit allem zufrieden, so, ne? Sie war mit allem zufrieden, aber mir war es nicht gut genug, sage ich mal, für sie. Dann dachte ich, weißt du was, wir holen dir jetzt ein Haus. Und dann... Achso, Elisalz, Wohnung und dann auf einmal Haus. Das ist schon heftig. Habe ich ihr das so alles gezeigt. Sehr schön. Und sie hat sich dann in dieses eine Haus verliebt. Das ist ein Neubauhaus. Das ist übrigens noch nicht fertig. Das ist erst nächstes Jahr fertig. Es wird in diesem Moment gebaut. Richtig cooles Neubauhaus. So eine, ne, echt sehr, sehr cool. In so einer Neubausiedlung auch in ihrem Bezirk, wo sie auch uns damals großgezogen hat. Also wo ich früher groß geworden bin, mehr oder weniger. Da so eine Ecke, ruhige Ecke, sehr, sehr schön. Und wir haben uns dann dafür, also ich habe versucht halt, das Haus zu bekommen. Es hat alles funktioniert. Und dann hat es mehrere Wochen auch so gedauert, natürlich, bis da alles durch ist. Letztendlich hat es geklappt heute, am 25.10. Unterschrift gesetzt. Alles ist fertig. Und ja, ich bin sehr, sehr froh, dass dieser wichtige Punkt in meinem Leben jetzt erreicht ist. Und ich weiß natürlich, dass das alles nur wegen euch ist, Freunde. Ohne euch wäre sowas überhaupt nicht mal möglich, nicht mal annähernd. Und ich soll euch auch übrigens ganz dicke Grüße von meiner Mama geben. Sie hat heute wieder geweint. Ich hatte einen Notartermin um 13 Uhr. Sie war um 11 Uhr da, hat mich angerufen, dass sie da ist. Ich so, warum bist du denn schon da? Sie meinte, sie hat Angst, dass sie zu spät kommt. Sie war so süß.
2 Stunden zuvor da und beim Notar liest er ja, wir waren dann da so 2 Stunden und er hat alles vorgelesen und sie dann immer so mit ihrem Finger mitgegangen und alles richtig so, also so voll interessiert. Das ist so süß. Man versteht ja beim Notar gefühlt nicht, die Anwälte prüfen das ja auch vorher immer alles, ne? Also sie war voll aufgeregt und dann war es endlich durch, Freunde, und sie ist dann da auch dann in Tränen ausgebrochen und wusste auch nicht, was sie sagen soll. Normal. Ich sage euch ehrlich, dieser Moment ist der Moment, warum ich das Ganze, glaube ich, auch mache und dieses ganze Fame und sowas, das ist es gar nicht, sondern vielleicht bin ich ja ein Vorbild für viele da draußen. Kümmert euch um eure Familie, kümmert euch um eure Freunde, die schon vielleicht immer an euch geglaubt haben, und es ist... Ich finde es halt so schade, dass meine Familienverhältnisse so zerrüttelt sind, aber es ist halt so viel passiert, Leute. Da spreche ich irgendwann mal vielleicht darüber, aber was Eli euch mitgibt, er hat wirklich recht, ne? Schaut, dass alles passt und seid nicht frech zu euren Eltern, seid respektvoll. Ich meine, okay, es gibt halt auch Leute wirklich, die wie ich sehr, sehr schwere Familienverhältnisse haben. Aber wenn es darum geht, dass du zu deiner Mutter frech bist oder so, nein, behandle sie wirklich wie ein Engel einfach. Ne? Sie hat dich auf die Welt gebracht. Wenn sie sagt so, mach mal den Geschirrspüler, dann mach den Geschirrspüler. Kannst du bitte einkaufen gehen? Du gehst einkaufen. Das sind so Kleinigkeiten, Leute. Ja, also hör denn einfach zu. Ein sehr, sehr schönes Gefühl und bis jetzt auch, glaube ich, das Beste, was ich bis jetzt so gemacht habe. Also für mich persönlich, moralisch auch. Ich bedanke mich an jeden Einzelnen da draußen, der meine Videos guckt, der meine Streams guckt, der sich bei den ganzen Unternehmen irgendwas holt oder so. Ihr sagt immer, ja, Eli, du hilfst mir in einer schwierigen Zeit und voll krass, dass du für uns da bist. Ich sage euch ehrlich, Freunde, ich bedanke mich, dass ihr überhaupt meine Streams guckt. Ich bedanke mich, dass ich euch ablenken kann. So, in der Art kann man das vielleicht beschreiben. Eine Sache noch zu meinem Papa. Mein Vater, Freunde, ich hatte ein Gespräch mit ihm. Mein Vater möchte nicht in der Öffentlichkeit stehen, was ich auch komplett verstehen kann. Das ist bei vielen YouTubern so, die mögen das einfach nicht. Weil ich nicht so oft über so, ich hole meine Mutter ein Auto, ich hole meine Mutter ein Haus. Mein Vater, Freunde, wirklich jetzt, er ist ein Macher. Mein Vater ist ein Macher. Ich habe dieses ganze Mindset von meinem Vater. Mein Vater hat mich erzogen. Mein Vater, ich war mit ihm bei 14, als ich 14 war, er hat mir gesagt, du respektierst die Leute, bist nicht abgehoben. Dann diese Zeit, wo ich dann ein bisschen famer wurde und Geld verdient habe. Du bleibst so, wo du bist nicht abgehoben, du bist nichts Besseres, weil du mehr Geld verdienst, du bist nichts Besseres, weil du fame bist. Du bist nichts Besseres. Das hat er mir so, also so in der Art, jeder Mensch ist so gleich. Ohne Witz, der ist wirklich so. Und er ist so sehr hart, aber fair, mein Vater. Mein Vater ist sehr hart, aber fair. Ihr müsst mal auch Melina fragen. Der ist so sehr, sehr, der hat eine Linie. Das habe ich sehr, sehr, ich bin froh, so einen Vater zu haben, aber mein Vater braucht keine Hilfe, finanzielle Hilfe. Wenn mein Vater sagt, sein Traumauto holen, da sage ich, ja, das kann ich gerne machen. Aber mein Vater ist halt auch mehr oder weniger in der Lage, das selbst zu machen. Plus, er ist nicht so. Er ist so sehr einfach, sage ich mal. Mein Vater ist sehr einfach. Und deswegen, die Hilfe brauchen sozusagen die anderen aus meiner Familie, damit ihr das mal so gehört habt. Aber mein Vater ist sowas wie mein Mentor. Mein Papa hat mir alles beigebracht, so wie man auch einfach so diese Empathie zum Menschen. Wisst ihr, was ich meine? Das habe ich alles von ihm. Und ich bin sehr dankbar, solche coolen Eltern zu haben und natürlich auch Geschwister. Und ich bin sehr dankbar, so eine Community zu haben. Ich wollte einfach mal das Video machen, damit ihr das alles vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen könnt. Ihr habt bestimmt jetzt auch eine Seite von mir kennengelernt, die viele so vielleicht nicht kannten. Ich hoffe, es war einigermaßen verständlich. Kannte ich nicht, aber ich kann mich extrem in dich hineinversetzen. Erklärt und ja, ich denke, dass uns das noch enger zusammenschweißt, dass ich jetzt nicht meiner Mutter irgendwie, so, also das war so die Geschichte sozusagen hinter dem Ganzen, dass ich immer so ein schlechtes Gewissen hatte und natürlich will, dass meine Mutter ein cooles Leben hat und dass ich dann nicht hier irgendwie mit einem krassen Auto durch die Gegend fahre und meine Mutter fährt dann übertrieben gesagt Bahn oder so, oder ich bin in einer coolen Wohnung und meine Mutter muss gucken, wie sie das und das regelt, weil sie hat mich auch nicht so oft so, die war nicht so mit Fragen, wisst ihr? Die hat immer so versucht, dass alles in Ordnung ist, aber ich hab's ja gesehen. Aber nochmal ganz wichtig, es gibt Leute, die haben ernsthafte Probleme, das war bei uns nicht so. Es ist nicht so, dass sie da verhungert sind oder so, ne? Das will ich nochmal betonen. Das war auf keinen Fall so. Unterer Durchschnitt, würde ich sagen. Ja, ich bin jeden Einzelnen dankbar. Ich glaube, das sage ich zum 15. Mal, weil ich nicht weiß, was ich so dazwischen sagen kann. Lieber 1000-mal Danke sagen als einmal zu wenig. Lieber 1000-mal mehr Danke sagen als einmal zu wenig. Oder so. Aber ihr habt mir und meiner Familie eine große Freude gemacht. Ich hoffe, dass ich euch weiterhin auch unterhalten kann. Und ich
soll nochmal Danke sagen von meiner Mutter wirklich. Und ich bin sehr froh, so eine tolle Familie zu haben und tolle Community zu haben. Kurs geht raus. Das war's zu dem Video. Vielleicht versteht ihr das jetzt alles ein bisschen besser. Und ja, vielen lieben Dank, Freunde. Sehr schönes Video, Leute. Sehr, sehr schönes Video. Da fehlen mir echte Worte. Dass man allerhöchsten Respekt, mein Lieber. Ich finde es so schön, dass du dich so für deine Familie ganz einsetzt. Ganz kurz Werbung. Aber ist. Normalerweise sollte das normal sein. Wie gesagt, ich hätte das auch gerne so. Bei mir geht's aber leider nicht anders. Ich finde es so super schön, was du gemacht hast, Eli. Grüße gehen raus. Mach es gut. Und bin gespannt, was du demnächst dann noch zauberst. Welche Träume du demnächst noch so erfüllst. Wird spannend sein, das mitzuverfolgen. Alles Gute, Eli. Und mach's gut. Ich wünsche dir nur das Beste.